Hallo meine Foxies, ich hoffe euch geht's gut. Heute male ich Bibi von Bibis Beauty Palace, denn es haben sich ein paar von euch gewünscht. Ich habe mir dieses Outfit ausgesucht, weil ich das ganz schön fand und vor allem auch schön zu malen, denn es muss ja auch Spaß machen. Weil ich finde, wenn man jetzt ein ganz schwarzes Outfit nehmen würde, dann würde das keinen Spaß machen. Deswegen habe ich ein ganz buntes rausgesucht mit viel Pink. Wie es für meinen Kanal so üblich ist, benutze ich eine Topmodel-Vorlage. Und wir starten. Also, ich habe sie jetzt schon vorgemalt. So sieht sie aus. Ich hoffe, sie gefällt euch. Natürlich sieht sie nicht genauso aus wie Bibi, aber das ist ja auch nicht der Sinn der Sache. Es soll ja einfach nur eine Inspiration sein. Und ich habe schon einen Teil von dem Bild reingestellt und eigentlich so gut wie jeder hat sie erkannt. Dieses Bild, was ich gemalt habe, könnt ihr euch auf meinem Blog kostenlos ausdrucken. So, also meine Lieblingsmarkerfarbe ist der Copic Marker E50. Damit grundiere ich erstmal die ganze Haut. Dann nehme ich einen etwas dunkleren Hautton, in dem Fall ist das der E95. Damit zeichne ich sozusagen die Schatten ein. Und das seht ihr jetzt, wie ich das mache. Genau, ich lasse halt die Bäckchen, das Kinn, so ein bisschen was über der Lippe, die Nase und die Stirn frei. Und allgemein müsst ihr das so sehen, dass ich eigentlich fast alles so ein bisschen umrande mit dieser Farbe. Es ist zwar nicht unbedingt die richtige Lösung, aber es ergibt einen tollen Effekt. Und das ist ja auch das, was ich will. Es ist nicht unbedingt... Ich bin jetzt nicht unbedingt darauf scharf, alles so super realistisch zu machen, weil würde ich das realistisch machen wollen, würde ich nicht immer so dicke schwarze Linien malen. Ich will es einfach nur, dass es einen gewissen Style hat. Wenn man das gemacht hat, dann kann man das alles nochmal verblenden, nochmal mit der helleren Farbe. Das ist das Coole an Copic Markern, dass man halt alles nochmal verblenden kann. Das kann man mit normalen Filzstiften leider nicht machen. So, das Make-up habe ich jetzt schon vorgemalt. Natürlich darf bei einem Beauty-Guru der perfekte Lidstrich nicht fehlen. Den habe ich auch mit eingezeichnet. Ein paar Highlights in die Augen und pinke Lippen. Das mag die Bibi natürlich gerne. Ich habe natürlich recherchiert. genau, und die Augenbrauen habe ich auch ein bisschen dunkler gemacht mit einem braunen Holzstift. Für die Haare benutze ich einen Y11 und dann nochmal ein W1 für die dunklen Stellen. Bei dem Gelbton mache ich nicht alles mit diesem Gelb, sondern lasse auch ein paar weiße Highlights. Und um die Haare noch ein bisschen echter aussehen zu lassen, mache ich noch ein paar Striche mit einem etwas helleren braunen Buntstift und noch mit einem dunkleren braunen Buntstift. Ja. Jetzt kommen wir auch schon zu der Bluse. Und zwar male ich mit dem R22 Marker so Sternchen überall auf der ganzen Bluse verteilt. Einfach überall so verteilen, ungefähr im gleichen Abstand. Dann nehme ich RV10, das ist so ein hellrosaner Ton, und da mache ich so Kreise auf die Sterne drauf, weil mit Copic Markern kann man einfach drüber malen und das macht nicht viel aus. Einfach so unregelmäßige Kreise überall drumherum, also ohne viel Stress. Dann nehme ich R37 oder R37, das ist so ein bisschen dunkleres Rot, und damit mache ich die kleinen Sternchen, also mache ich noch kleinere Sternchen in die pinken Sternchen mit rein. So, und mit der B60 fülle ich dann die ganzen Innenräume aus. Dann nehme ich einen schwarzen Buntstift und zeichne noch ein paar Schatten ein.
Mit der B02 lasse ich die Bluse noch ein bisschen blauer wirken, indem ich hier und da noch ein paar Striche mit diesem wunderschönen blauen Farbe einzeichne. So, und jetzt kommen wir auch schon zu der Klatsch. Diese grundiere ich erstmal mit so einem hellen Rosa, was ich auch für die Wangen und für einen Teil der Bluse verwendet habe. Dann nehme ich einen Pinkton, und zwar den RV13, und male nochmal drüber, aber lasse noch ein paar Highlights oben und unten, damit man diese Rundung so ein bisschen erkennt. Dann nehme ich den RV34, das ist ein etwas dunklerer Stift, und damit mache ich so ein bisschen außen so ein paar dunklere Schatten rein. Dann nehme ich wieder meinen schwarzen Buntstift und zeichne nochmal Schatten ein, und zwar mit meinem schwarzen Buntstift. Jetzt kommen wir auch schon zu der Blue Jeans, und zwar zeichne ich mit der B00 vor. Leider ist diese Farbe ein bisschen leer schon bei mir, und ich muss sie nachfüllen, aber ich muss mir erstmal einen Nachfüller kaufen. Nehme ich die B95 und zeichne so an den Seiten so ein bisschen so eine Schattierung ein. Dann nehme ich den B93 und zeichne die Schattierungen nochmal ein, und das auch noch von innen, und damit man einfach so oben, wo halt die rundeste Stelle ist, so ein Highlight sieht. Und wie ihr seht, es fängt schon an, etwas plastischer zu werden, und es sieht schon etwas echter aus, ne? Und jetzt kommen wir auch schon zu den Schuhen. Sie hat ja diese schwarzen Sandalen an. Und die umrande ich erstmal mit einem schwarzen Fineliner. Und dann male ich das Ganze mit BV29 aus. Es sieht zwar hier vielleicht ein bisschen aus wie eine Schwarz, ist aber ein bisschen heller. Und ich finde, das hat einen schönen Effekt. Aber das muss natürlich nicht sein. Man kann es auch alles schwarz lassen. Und fertig sind wir mit unserer Bibi. Ich hoffe, sie gefällt euch, denn ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Folgt mir auf Instagram, denn da bekommt ihr immer mit, was so als nächstes kommt und die ganzen Bilder, die ich gemalt habe. Und da könnt ihr auch mit mir in Kontakt treten, wenn ihr möchtet. Natürlich kommuniziere ich auch über die Kommentare mit euch. Das macht mir natürlich auch sehr viel Spaß. Also hinterlasst mir einen Kommentar. Ihr könnt mir auch ein Like hinterlassen, wenn es euch gefallen hat. Denn es hilft mir sehr viel weiter mit meinem Kanal. Denn wir haben schon so viele Foxys. Wir haben 338 Foxys, hallo! Und ich danke euch, Leute. Ihr seid einfach fantastisch. Also, ich hab euch ganz, ganz arg lieb, und bis bald. Ciao!